Willkommen zum 2000 Abo-Special. Ja, 2000 Abonnenten, das ist eine unglaubliche Menge. Genauer gesagt sind es schon 2030. Ab in die Zukunft, yay. Nein, eigentlich nicht. Wir sind im Hier und Jetzt, genau gesagt. Und seit dem letzten Abo-Special sind 8 Monate vergangen. Und davor hat das knapp 2,5 Jahre gedauert. Also, ja, wir haben einfach nur ein Drittel der Zeit gebraucht, um nochmal dieselbe Zahl an Abonnenten zu gehen. Ihr seht, es wird immer und immer schneller. Und an all die, die neu dazugekommen sind seit dem letzten Special, also vor 5 Monaten, willkommen. Willkommen auf diesem Kanal. Ihr seht die Beschreibung da. Wie der Name schon sagt, gibt es auf diesem Kanal Simulationen. Es sind hauptsächlich Simulationen. Ja, ich mache auch ein paar andere Sachen hin und wieder. Strategiespiele finde ich auch ganz nice. Und ich habe schon 386 Videos, also das ist schon eine ganze Menge, nicht mehr lange und wir haben die 400 Videos. Jedenfalls, ihr seht, ich bin ein bisschen spät dran. Es ist genau gesagt letzte Woche schon passiert. Ich habe leider bisher kaum keine Zeit gefunden, um das Abo-Special aufzunehmen. Ja, ich bin ein bisschen spät dran, es tut mir leid. Ich würde ganz gern hier die ganzen Vermutungen einmal durchlesen und was dazu sagen. Also ich habe euch ja schon gesagt, dass ihr mal erraten sollt, was ich geplant habe. Und ich sage es mal so kurz, ja, keiner von euch hat es richtig. Es sind nur 7 Kommentare, also ja, ist eh nicht so viel. Jedenfalls, der erste Kommentar ist gar keine Idee, gar kein Versuch, es zu erraten, sondern einfach nur Glückwunsch. Also The What hat gesagt, herzlichen Glückwunsch für die 2000 Subs. Vielen Dank dafür. Dafür gibt es natürlich ein Herz mit Smiley dran. Dann Joey Holo. Solche YouTuber wie du haben mehr Reichweite verdient. Ja, wieder kein Versuch. die Aufgabe. Zu lösen. Aber okay. Ja, ich hätte mehr Reichweite verdient, aber so gesehen, ich bin noch ein relativ kleiner YouTuber. Daraus wird noch bestimmt was. Ich meine, es wird sicher nicht mehr lange dauern. Da haben wir auch schon die 5000 Abos. Vielleicht so nächstes Jahr oder so. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, also daraus wird auf jeden Fall noch was. Graupelz, Face Review. Reveal, ja, das war nicht ganz richtig, aber egal. Nein, das nicht. Endresultat, ich habe keine Ahnung. Okay, dann kannst du weiter mitfiebern. Ich meine, es wird wahrscheinlich trotzdem ziemlich deutlich sein in ein paar Minuten. White Dragon LP, Staffel 2 SimCity Build-It. Habe ich tatsächlich nicht geplant. Aber wenn es euch gefallen würde, dann kann ich das auch gerne mal machen. Ich meine, nicht jetzt. Jetzt habe ich ja momentan schon 2 Sachen. Ich meine, SFS, Planet Edit und so weiter. Und eben der 8-Bit-Computer. Daher jetzt auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht in naher Zukunft. Dann Axo F4, SFS Kolonie 2. Ja, ich glaube, das war nicht so ganz deutlich und zum Teil auch ein bisschen missverständlich. Also ihr erinnert euch vielleicht noch bei meinem 3 Jahre Mr. Simulation Special, also Moment, hier drüben, dieses Video, das war ja um Weihnachten herum. Danach habe ich einige YouTube-Shorts rausgebracht, wo ich verschiedene Raketen zerstört habe und unter anderem auch meine Raumstation. Scheinbar habt ihr gedacht, dass das Ende der Reihe bedeutet, aber nein, keine Sorge. Wirklich, es existiert noch. Ich habe natürlich vorher einen Quicksave gemacht. Und ja, es sind 6 Monate seitdem vergangen. Das ist wirklich eine ganze Menge. Aber keine Sorge, wirklich, nachdem ich hier dieses Planet Edit Tutorial und das Planet Pack beendet habe, quasi veröffentlicht habe, dann werde ich auf jeden Fall wieder weitermachen. Und meine neue Raketenreihe, die Avalon B, wird auf jeden Fall drankommen. Ja, dazu werde ich auch Videos machen, keine Sorge. Also quasi zweite Staffel ist jetzt sehr weit hergeholt. Es geht halt einfach weiter. Das auf jeden Fall.
aber nicht jetzt direkt. Also halb Viertel richtig, sagen wir mal so. Dann, okay, vielleicht eine Space Station. Ja, okay, schau dir mal das Video von vor einem halben Jahr an, also quasi die letzten vier Videos von SFS Colony. Da habe ich nämlich dann die MS-Kolonie aufgebaut und die Europa-Station, die wir dann auch zu Europa gebracht haben. Also wenn du unbedingt sehen willst, wie eine Space Station, eine Raumstation aufgebaut wird, dann schau dir das mal an. Und zu guter Letzt Kabu, ein Vlog. Ja, so ähnlich wie das Face Review habe ich jetzt nicht unbedingt vor. Ja, ich sehe es halt irgendwie nicht unbedingt ein, das Gesicht zu zeigen. Es macht relativ wenig Sinn. Es geht ja mehr um den Content, also um die Spiele, die ich bringe, um die Tutorials, die ich mache. Nicht unbedingt darum, dass man mein Gesicht sieht. Ich meine, natürlich, wenn ich irgendwie Reaction-Videos machen würde, dann wäre es natürlich relativ wichtig, aber das mache ich ja nicht. Und zudem bin ich ein relativ kleiner, ziemlich kleiner YouTuber noch im Vergleich zu vielen anderen, die auch zum Teil noch keine Face Reveals gemacht haben. Also das werde ich jetzt erstmal nicht machen. Ja. Gut. Dann haben wir abgehakt, was ihr alles vorgeschlagen habt. Und ihr seht es natürlich schon. Das, was ich eigentlich geplant habe. Und zwar ein Discord-Server. Ein Discord-Server zum Kanal. Und ihr seht, da sind einige Sachen schon drin. Wir fangen einfach mal ganz oben an. Erstmal grundlegend, ich habe diesen Server gemacht, damit die Kommunikation zwischen euch Zuschauern und natürlich mir sehr viel erleichtert werden kann. Dann könnt ihr leichter eure Wünsche öffnen, eure Fragen mir bereitstellen und natürlich könnt ihr auch untereinander dann leichter kommunizieren. Und hier sind die Ankündigungen, da steht noch nicht viel drin. Liegt vor allem daran, dass es bisher kaum Leute darauf gibt. Ich meine, wir sind hier zu viert und einer davon ist ein Bot. Also, ja, das macht relativ wenig Sinn, da irgendeine Ankündigung zu machen. Jedenfalls, da kommen so große Ankündigungen rein, wie beispielsweise dann, wenn ich das Planet Pack veröffentliche. Das werde ich dann auch hier auf dem Discord-Server machen und auch natürlich in dem YouTube-Video. Ich werde wahrscheinlich auch die ganzen anderen Packs wie zum Beispiel das Station Builder Pack auch hier einmal abspeichern, also den Link einfach zum Google Drive hier speichern, damit ihr es auch von hier aus erreichen könnt. Und ja, hier sind dann so große Ankündigungen, wenn ich irgendwas Besonderes mache. Dann die Regeln, logisch. Jeder Server braucht Regeln. Die müsst ihr, wenn ihr dem Server beitreten wollt, auf jeden Fall akzeptieren. Ihr seht es auch ganz oben. Durch Nutzung des Servers erklärt ihr euch bereit, diese Regeln einzuhalten. Bei Nichteinhaltung kommt es zu Verwarnung oder Strafen wie Mute, Kick oder Bann. Heißt, ja, einfach kurz gesagt, was hier drin steht. Verhaltet euch zivilisiert, seid freundlich zu anderen und dann sollte es keine Probleme geben. Genau. Links. Verschiedene Links hier oben, SFS herunterladen quasi, alle drei Plattformen, auf denen SFS verfügbar ist, einmal natürlich Android, iOS und Steam. Dann Server-Links, einmal dieser Server, ihr könnt einfach den Link kopieren und dann an Freunde senden, damit die auch einfach beitreten können. Dann der offizielle SFS-Server, ich wurde bisher nicht sonderlich danach gefragt, aber falls ihr da auch rauf wollt, gibt es hier eine Einladung dazu. Und dann der deutsche SFS-Server hier unten, SFS Germany. Da sind auch schon einige Leute drauf, ja, also 113. Und nein, ich habe im Grunde mit denen nichts zu tun. Ja, ich bin nicht daran schuld, dass dieser Server existiert. Ich bin auch einfach relativ spät, vor vielleicht einem halben Jahr, beigetreten. Ist eigentlich ganz cool, ist ein bisschen inaktiv, aber es wird auf jeden Fall. Ja, also man kann auf jeden Fall reden und bekommt auch eine Antwort. So, neue Videos. Da werde ich jedes Mal, wenn ich Video hochlade, euch Bescheid geben quasi. Aber im Grunde gibt es da bisher nichts zu tun. Dann die Rollen.
wahrscheinlich das Interessanteste am ganzen Server. Erstmal die ganzen Standardrollen. Logisch, Owner, Admin, Moderator und Junior-Moderator. Also ich unterscheide da insbesondere dadurch, dass Moderatoren eben auch bannen können, Junior-Moderatoren nicht. Und es kommt halt eben darauf an, wenn du lange schon Junior-Moderator bist, dann kannst du auch Moderator werden. Wenn du lange Moderator warst, kannst du auch irgendwann Admin werden und so weiter und so fort. Da haben wir Influencer. Ich werde mir natürlich selber die Rolle geben. Ihr braucht einen YouTube- oder Twitch-Kanal mit über 200 Followern. Ihr müsst mir natürlich davon einen Beweis schicken, in irgendeiner Form, beispielsweise ein Screenshot oder so. Und dann kann ich euch auch diese Rolle geben. Dann Member ist so eine Standardrolle quasi. Damit könnt ihr Bilder, Videos oder eingebettete Links schicken. Und die erhaltet hier unten. Ihr müsst einfach hier auf diese Reaktion draufklicken und dann erhaltet ihr die Rolle automatisch mithilfe dieses Bots hier, dem sogenannten Polizeiboot. Und Add Everyone, also alle anderen, können einfach nur Nachrichten senden oder lesen. Schützt vor allem so vor irgendwelchen Leuten, die halt einfach die ganze Zeit irgendwelche Bilder spammen oder Sachen machen, die einfach nicht mit dem Thema zu tun haben. Und damit, ja, können wir eben verhindern, dass irgendwie 1000 Bilder geschickt werden oder so oder bösartige Links. Deshalb müssen wir da leider ein bisschen einschränken, aber es ist auf jedem Server so. Dann Aufstiegsrollen. Ui, jetzt wird es wirklich spannend. Und zwar sind Rollen, die durch Aktivsein erhalten werden können. Und ihr könnt euer Level jederzeit in Hashtag Botbefehle mit Slash Rank herausfinden. Also, wir gehen einfach mal kurz dahin. Also hier haben wir Bot-Befehle und ich habe es tatsächlich schon gemacht. Also hier einfach slash rank, schreibt da rein und hat sich jetzt natürlich nicht viel verändert. Wird das Level angezeigt und eben der Platz auf dem Leaderboard quasi. Und ich bin natürlich logischerweise im Moment am Platz 1 und ich bin auch schon auf Level 1. Liegt halt daran, dass ich hier eine Menge Sachen geschrieben habe. Deshalb, ja, bin ich schon Level 1. Jedenfalls ab Level 0 kriegt ihr den Rang Amateur. Genauer gesagt kriegt ihr den schon, sobald ihr dem Server neu beitretet. Und mit dem Amateur erhaltet ihr zwei Farbrollen, nämlich Rosa-Rot und Wolkenblau. Die könnt ihr hier direkt unter den Rollen ist natürlich Amateur Farbrollen und dann könnt ihr halt hier eben auswählen. Zum Beispiel Rosa-Rot färbt sich der Name ebenso oder eben Wolkenblau. Da habt ihr diese Farbe. Und je höher ihr aufsteigt, also wenn ihr beispielsweise Könner, Meister oder Veteran werdet, die dann immer höhere Level erfordern, also ihr müsst schon sehr aktiv sein, dann erhaltet ihr weitere Farbrollen, wie Salatgrün, Kaminrot, Minzgrün, Rostbraun, Marineblau und Ultraviolett. Also es sind schon eine ganze Menge an Farbrollen, die ihr da bekommen könnt. Und es ist in gewisser Weise auch ein Wortwitz, weil Farbrolle, das ist halt dieses Handgerät, mit dem man halt Wände anmalen kann. Ja, fand ich witzig. Jetzt nicht mehr so, aber okay. Und ja, hier unten natürlich könnt ihr die Member-Rolle erhalten. Und die verliert ihr auch, wenn ihr irgendwelche Verstöße, für irgendwelche Verstöße sorgt. Dann müsst ihr hierher wieder zurückgehen und das erneut auswählen. Dann Farbrollen, wie eben schon angesprochen. Hier unten der Hinweis ist relativ wichtig. Es dauert manchmal ein bisschen. Ja, es kann bis zu 10 Sekunden dauern. Eigentlich nicht, aber das Maximum quasi, was ich jemals gesehen habe, hat 10 Sekunden gedauert. Falls es dann immer noch nicht passiert, dann versucht es einfach nochmal. Einfach nicht mehr auswählen oder dann wieder auswählen und dann sollte es auf jeden Fall klappen. Ansonsten kann man es auch im Grunde manuell machen. Also ich habe die Rechte dazu, das zu machen. Und das verändert sich natürlich, also wenn ihr beispielsweise Meister seid, dann habt ihr jetzt hier sechs Farbrollen insgesamt und die seht ihr auch hier in Rollen drin. Also hier Meister hat dann eben Zugriff auf Rosa-Rot, Wolkenblau, Salatgrün, Kaminrot und Minzgrün und Rostbraun. Ja, also ihr habt dann insgesamt sechs verschiedene Möglichkeiten, euch einzufärben und die Veteranen haben dann eben nochmal zwei mehr. Genau. Dann haben wir Serverinfo abgehakt und jetzt gehen wir mal zu den Chats. Und zwar haben wir hier erstmal Hashtag allgemein.
Hier kommen alle Gespräche rein, die keinen eigenen Kanal haben. Also so generelle Runde, einfach eine offene Runde, wo man einfach miteinander reden kann. Nichts Besonderes eigentlich. Dann haben wir Spaceflight Simulator, also einfach SFS. Da könnt ihr alles Mögliche reinschreiben. Im Gegensatz zum offiziellen SFS-Server gibt es da keine Unterscheidung zwischen BP, Editing oder irgendwie Clipping oder sonst was. Könnt ihr machen, was ihr wollt, solange es eben mit dem Thema des Servers, des Kanals zu tun hat, dann könnt ihr da machen, was ihr wollt. Dann 8-Bit-Computer, logisch. Ich werde für jedes, quasi für jede Sache, die ich momentan auf dem Kanal habe, quasi einen eigenen Kanal hier haben, ja. Und eben SFS und der 8-Bit-Computer sind halt momentan präsent. Ansonsten könnt ihr es eben in andere Spiele reinschreiben. Da könnt ihr eben alle möglichen Spiele, über alle möglichen Spiele reden, die eben nicht auf meinem Kanal behandelt werden. Dann Hilfe und Support. Da könnt ihr quasi alles Mögliche fragen. Auch über SFS könnt ihr das einfach Sachen fragen. Das trennt es quasi so den Hauptcontent quasi von den Leuten, die wirklich Hilfe brauchen. Und falls ihr da seid und irgendwie eine Frage seht, dann könnt ihr auch gerne antworten. Ja, es ist sogar erwünscht. Es nimmt mir quasi ein bisschen Last ab und schweißt euch als Community auch noch mehr zusammen. Das war's mit den Chats. Ja, also wir haben jetzt alle Chats abgehakt. Und jetzt haben wir anderes. So gesehen gibt es für die normalen Member nur den einen Kanal hier, nämlich Bot-Befehle. Und da habt ihr eben schon gesehen, man kann hier Rank verwenden, also man kann einfach sehen, welches Level man hat. Ich glaube, es gibt noch Slash Leaderboard, genau. Und Type Levels. Dann werden euch eben die Level angezeigt. Und ich bin eben auf Platz 1 und Meister Proper auf Platz 2 mit Level 0. Also eine echt starke Leistung. Ihr könnt dann eben sehen, auf welchem Platz ihr seid und welcher weiter oben oder weiter unten ist. Ja, ist nichts Besonderes jetzt. Einfach nur, damit ihr die Information darüber habt, welches Level ihr schon seid, wie lange ihr noch braucht bis zur nächsten Aufstiegsrolle und so weiter und so fort. Ja, also es war tatsächlich ein ziemlich langes Special. Ich meine, ich habe hier einen ganzen Server im Grunde gerade erklärt. Der Link dazu, der Einladungslink, ist unten in der Videobeschreibung. Und im Grunde freue ich mich darauf, euch hier bald zu sehen. Im Grunde könnte es nicht lange dauern. Ich meine, ich werde das Video direkt hochladen und öffentlich stellen. Heißt, ja, 19:19 Uhr. Nicht mehr lange und bald seid ihr drauf. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat dieses Special hier gefallen und dann sehen wir uns bald wieder.